Bier in Mathe und war später mal total genial. Liegende Kartenformeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raffen wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus, bei mir zu Hause meine Welt durchs Internet. Boah, noch 5 Wochen bis zu den Sommerferien. Keiner hat mehr Lust auf diese Lernerei. Außer Philipp. Der kriegt anscheinend nicht genug davon. Hast du dir keine Buch von sich Liste ausgeliehen? Nein, ich habe meine eigenen Thesen und Ideen. Voll der Karrieretyp. Genau wie seine Freundin Mary. Die passen echt gut zusammen. Wegen unserem Date. Ich kann leider doch nicht. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, ob wir das Ganze verschieben können. Mama ist mit meinem kleinen Bruder Jasper zu besuchen. Mama, Jasper! Zuerst habe ich mich darüber gefreut, aber... Jasper hatte vor kurzem erst Fieber. Wasch dir die Hände. Die sind frisch gewaschen. Sophie, muss ich dir mal das zweimal sagen? Sophie, was machst du denn hier? Ist doch normal, dass so ein Baby erstmal im Mittelpunkt steht. Das ist der Knuddelfaktor. Knuddelfaktor? Seitdem die beiden in Erfurt sind, dreht sich alles nur um Kasper. Dein Bruder ist Jasper. Und wenn sie mich mal beachten, dann meckern sie nur an mir rum. Geschwister zu haben ist super. Das wirst du auch noch irgendwann merken. Ja, wenn man selbst das Nesthäkchen ist, dann vielleicht. Nesthäkchen? Ich? Bei euch ist das doch was ganz anderes. Du hast eine richtige Familie. Was ist denn bei euch falsch? Thorsten ist nicht mehr ein richtiger Vater und Oma und Opa sind nicht meine richtigen Großeltern. Das spielt doch gar keine Rolle. Und ob? Für Mama und Thorsten ist der Schrei als ihr erstes richtiges Kind. Und Oma und Opa haben jetzt einen echten Enkel. Ist doch klar, dass sie den mehr lieb haben als mich. Verdammt! 2 Wochen harte Arbeit und alles umsonst. Was ist denn los? Philipp kann seine Karriere knicken, das ist los. Halt die Klappe! Meine extra Hausarbeit. In Geschichte, bei Zech. Genau das Referat hat der Zwölfgleisler vor einigen Jahren auch geschrieben. Er hat praktisch die gleichen Thesen aufgestellt, die ich auch entwickelt habe. Oh shit. Aber ich meine, dafür kannst du doch nichts. Ja, dafür nicht. Aber dafür, dass ich Zechs Literaturliste nicht durchgelesen habe. Da steht das Referat nämlich drauf. Wenn du deine Hausarbeit bei Zech so abgibst, wird er denken, dass du abgeschrieben hast. Karriereknick, ich sag's ja. Nichts mit Thüringer Jahrgangs Bestenliste. Ich krieg 1 und damit komme ich auf die Liste. Wart's ab. Eine neue Hausarbeit schaffst du es morgen nie. Hey, sag niemals nie zu Philipp Gubisch. Kapiert? Niemals. Alles klar. Ja, Heine, wo bleibst du denn? Der Opa ist doch schon da, du. Na, komm her, Sportfreund. So, und los kannst du rausgehen. Claudia, ja? Kannst du von Jasper mir ein Foto machen fürs Portemonnaie? Bei mir hat er kein Foto im Portemonnaie. So, Moment. So, ja. Schieb. Drück mal ein bisschen enger zusammen. Da. Ja. Ja, da ist die Nummer. Okay, noch 1. Sophie, komm mit aufs Foto. Ja, komm mal hier. Stellt sich hier rein. So schön. Peace. Achtung. Margarete. Ach, Sophie, guck doch nicht so ernst. Jawohl. Rückt mal ein bisschen zusammen. Ja. So? Da sind wir. Oh, was war denn das für ein tolles Feuerchen? Still lächeln, aber nur wer mag. Sophie hat ihn noch gar nicht gehalten. Kasper, lächeln, ist deine Schwester, ja.
Komm, ich nur noch ein Foto. Jasper hat keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Ernsthaft jetzt. Hey, das könnte was sein. Hey. Hi. Und was wird jetzt mit deiner Hausarbeit? Ich suche gerade nach neuem Recherchematerial. Du Armer. Und dann musst du morgen auch noch diese dämliche Rede auf dem Bildungsforum halten, oder? Hm. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich könnte die Rede für dich halten. Mary, als Schulsprecher ist das meine Aufgabe. Außerdem hast du eine Ahnung, wer da morgen alles hierher kommt? Viele wichtige Leute. Ja, allerdings. Warum diskutieren die überhaupt darüber, an der Schule dicht zu machen, obwohl es genügend Schüler in Erfurt gibt? Das sagt das Thema doch schon. Clever pauken, trotz Pleite. Keine Kohle da. Aber darum geht es doch auch gar nicht. Das ist einfach nur die perfekte Möglichkeit, um sich vor denen zu profilieren. Oh ja, ganz bestimmt sogar. Aber auf einer Jahrgangsbestenliste zu stehen, wäre vielleicht noch viel toller. Ich muss. Hey Mary, ich suche immer noch nach einer richtig guten Story für meine letzte Ausgabe beim Einstein-Express. Hast du da vielleicht eine Idee? Vielleicht. Wenn es konkret wird, sage ich dir Bescheid. Jetzt hast du mal selbst erlebt, wie das ist. Schon. Dieses dämliche Gucci-Gucci-Getue die ganze Zeit. Hast du mal gesehen, wie idiotisch sich Opa aufhört? Du fühlst dich auch gerade ein bisschen idiotisch auf. Idiotisch ist, wenn sich erwachsene Menschen über den Babyrülpser freuen oder eine vollgeschissene Windel feiern, als wäre das ein Sechser im Lotto. Erstmal kann er nichts dafür, dass er genauso süß ist wie seine große Schwester. War was im alten Bootshaus? Da geht man doch nur zum Rumknutschen und heimlich rauchen hin. Wir können auch in die Stadt gehen, Eis essen oder so. Okay, dann kann ich gleich noch das Abschiedsgeschenk kaufen. Abschiedsgeschenk? Für Kasper. Mama fährt doch morgen wieder mit ihm zurück nach Nürnberg. Ein Glück. Dein Bruder ist Jasper. Mädchen können sowas von kompliziert sein. Hey, kommst du mit an See eine Runde schwimmen und Mädels abchecken? Keine Zeit. Ich habe eine neue Quelle für meine Hausarbeit. Leider in Englisch. In Englisch? Ey, warum tust du das freiwillig an? Sag mal, hast du was an den Ohren? Ich will auf diese verdammte Liste. Und wer was erreichen will, der muss sich eben ins Zeug legen. Dann leg du dich mal ins Zeug. Ich leg mich an See. Hey, deine Freundin ist doch Englisch-Expertin. Bei der geht's doch viel schneller. Mary, kannst du mal bitte kurz kommen? Du hast doch gesagt, dass du mir helfen willst. Ich soll die Rede halten? Das trifft sich ja. Ich habe mir gerade ein paar neue Klamotten gekauft. Ja, sehr schick. Aber ich meinte nicht die Rede. Es geht um das Buch hier. Das ist eine super Quelle für meine Hausarbeit. Dummerweise auf Englisch. Also ich weiß nicht. Ich übersetze dir das und du schreibst dann einfach ab. Nein, natürlich nicht. Versprochen. Bitte, hilf mir. Okay, gut. Das vergesse ich dir nie. Kapitel 1 bis 3 reicht. Gib mir 3 Stunden. Danke. Die Bibel dir später auch mal deine Hemden. Ey, stimmt. Ein Hemd brauche ich für morgen auch noch. Hey, bleib cool. Wie wär's? 3 Stunden chillen am See? Noch einen Kaffee, Heiner? Heiner. Ja, gern. Das ist lieb von dir. Also, dass Sophie heute weggelaufen ist, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Vielleicht sollten wir dreimal wieder einen Ausflug machen. Am Wochenende. Auf den Reiterhof. Ich versuch's einzurichten. Danke. Kollege Zech, der Wolkner vom Kultusministerium hat gerade nochmal angerufen. Die brauchen die interne Schulstatistik doch schon nächste Woche. Aber die ist... Ja, ich weiß. Wir sind aber alle urlaubsreif. Oh, danke schön. Wie aufmerksam. Aus dem Ausflug mit Sophie wird nichts. Nur was soll ich denn machen? Die Statistik ist noch nicht mal zur Hälfte fertig. Ach, aber Heiner. Sophie will doch sonst auch so erwachsen sein. Warum benimmt sie sich auf einmal so kindisch? Dafür sollen wir die Dame noch mit einem Ausflug auf einen Reiterhof belohnen? Nee. Ja, der Opa ist ja da. Ja, hier ist der Opa, kleiner Mann. Da ist der Opa. Mal ganz ehrlich, Heiner. Ein bisschen Entspannung würde dir auch ganz gut tun. Thank you.
In Anbetracht einer sich ständig wandelnden Gesellschaft ist eine moderne Schule heute viel mehr als eine reine Bildungsinstitution. Ey, das nächste Mal cremst du dich vorher ein. Danke. Hey. Du bist ein Schatz. Danke. Aber nicht abschreiben. Wie gesagt, ich würde die Rede gerne für dich übernehmen. Mary... Wirklich, es wäre dann zwar auch stressig für mich. Mary, das ist... Aber für dich würde ich das echt total gerne machen. Das ist so lieb von dir. Aber wenn du mir wirklich noch mal helfen willst, dann... Ja, dann kannst du dieses Hemd für mich bügeln. Ich find's klasse, wie du mich unterstützt. Vielleicht cremst du mir noch schnell den Rücken ein. Tut mir leid, aber ich muss mich wieder an meine Hausarbeit setzen. Das verstehst du doch, oder? Ja. Danke nochmal. Hey, warum schreibst du den Mist nicht einfach ab? Weil ich sonst eine 6 bekomme? Wie du vor kurzem bei Zech? Ach, Sophie! Komm doch mal! Ich habe eine Überraschung für dich. Am Sonntag machen wir mit Opa einen Ausflug auf den Reiterhof. Das hat dir doch immer so gut gefallen. Hat Opa überhaupt Zeit? Der hat doch so viel zu tun. Ja, klar, die Zeit nimmt er sich. Sorry, aber ich habe schon was vor. Ach, Sophie, das wäre doch sehr schön, wenn wir drei endlich mal wieder zusammen... Oma, Ponyhof ist Kinderkram. Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, ich bin kein Kleinkind mehr. Hallo, Frau Zech. Sie haben nicht zufällig einen Tipp für eine gute Story, oder? Nee, das tut mir leid. Mir gehen selber gerade die Ideen aus. Tommy, wach auf. Was? Hab ich verschlafen? Tommy, weißt du, wo Sophie ist? 2:30. Herr Zech, was machen Sie denn hier? Mann, Ruhe, ich will schlafen. Licht aus. Sophie ist weg. Was? Tommy, hat sie irgendwas zu dir gesagt? Nein, sie war nur ziemlich eifersüchtig auf Jasper. Haben Sie schon die Polizei angerufen? Meine Frau und Sophies Mutter sind gerade dort. Tommy, fällt dir irgendein Ort ein, wo sie sich versteckt haben könnte? Ich weiß nicht. Tommy, bitte, denk genau nach. Opa wird ganz schön blöd gucken, wenn er mich gleich wecken will. Ungefähr 1:40. Das habe ich doch alles schon mal gesagt. Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen. Jetzt hört ihr noch mal zu, ja? Ich möchte, dass sofort jemand hier rausgeschickt wird und die sollen die suchen. Verdammt, ich warte keine 24 Stunden, ja? Mann, zu Hause gibt's jetzt Frühstück. Oh oh. Schön, schön, dass du mir sitzt. Schön, dass du sitzt. Ja.
aber ja, so ist es. Nein, nein, nein. Schön, dass es und? Was sagt die Polizei? Ja, die sagt natürlich, dass die meisten Ausreißer innerhalb von 24 Stunden wieder von ganz alleine auftauchen. Ja, vielleicht kommt sie auch in die Schule. Ja, und was, wenn nicht? Was denn, wenn ihr wirklich was passiert ist? Ja. Jetzt bitte nicht hysterisch. Sophie kann schon auf sich alleine aufpassen. Aber Hund, schön, dass sie sitzen bleiben. Oh, oh. Nein, bleib sitzen, bleib sitzen. Ich halte das nicht mehr aus. Sophie? Mir ist gerade eingefallen, wo Sophie sein könnte. Na los, sag schon. Es ist ziemlich abgelegen. Da gehen die Leute eigentlich normalerweise noch hin, um heimlich zu rauchen oder zum Knutschen. Sommer! Hm? Was will denn geil, das Boot zu klauen? Du Rotschgöre! Das war doch keine Absicht! Mach dich her hier! Ja, wie denn ohne Paddel? Mach dich her oder ich ruf die Polizei! Rufen Sie lieber einen Seenotrettungskreuzer! Du frech wär du! Pass auf! Ich schick doch kleinen Hund hinterher! Komm! Mach doch schon eine Pfeife, du! Mach dich her hier! Hey, willst du mir jetzt doch den Rücken einkrähen? Er hat einfach abgeschrieben. Hey, du kannst echt ganz schön naiv sein, Mary. Ach ja? Glaubst du echt, dass Philipp das alles nochmal neu schreibt? Es war doch gar nicht genug Zeit. Außerdem, wenn Zech das Buch gar nicht kennt, wie soll er da was merken? Stimmt. Wahrscheinlich kann Zech nicht mal Englisch. Er ist ja auch schon ziemlich alt. Soll ich dir jetzt den Rücken eincremen? Jetzt wirklich? Mhm. Umdrehen? Mach ruhig ein bisschen mehr drauf. So viel, wie du willst. Ich sag mal, spinnst du? Alter! Mama! Hier bin ich! Sophie! Sophie, was machst du denn da? Ich bin ohne Beine, bitte hol mich! Sophie! Bleib ganz still sitzen! Gib mir meine Hausarbeit zurück. Du hast mir versprochen, dich abzuschreiben. Das ist Betrug. Ich merke das doch sowieso nicht. Außerdem ist so eine Übersetzung auch eine eigenständige Leistung irgendwie. Genau. Und zwar von mir. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Philipp. Du weißt doch, dass ich viel Stress habe. Ich werde dir die Rede abnehmen. Aber du wolltest ja nicht. Bitte. Bitte, Mary. Hättest du wenigstens ein eigenes Vorwort oder ein Fazit geschrieben. Aber so, nein. Wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte, dann hätte ich das auch getan. Du hast heute Vormittag Zeit. Ich muss die Rede halten. Die Rede? Ja, mal angenommen, ich würde die Rede für dich halten. Dann hättest du noch Zeit. Und ich werde dir natürlich glauben, dass du für deine Hausarbeit arbeiten würdest. Das ist Erpressung. Ich will dir doch nur helfen. Ist ja gut. Ist gut, mein Schatz. Oh, Opa. Ja? Ich würde wahnsinnig gerne mit euch nächstes Wochenende auf den Reiterhof. Das glaube ich dir jetzt auch. Wirklich. Ja. Und wer fischt jetzt meinen Kahn aus dem Wasser raus? Und Sie leihen gefälligst Ihren Köter an. So, ich glaube, wir sollten jetzt die Klamotten wechseln, ne? Ich denke auch, ja. Mit Sophia als Schwester wird dir garantiert nie langweilig. Nee, okay. Herr Wagner, guten Tag. Darf ich Ihnen Marianne Fuchs vorstellen? Sie wird die Begrüßungsrede halten.
Unser Schulsprecher Philipp Gubisch ist leider verhindert. Ja. Herr Fuchs, also Staatssekretär Wagner. Guten Tag, Herr Staatssekretär. Guten Tag. Alter, Mary hat dich sowas von über den Tisch gezogen. Mit Sonnencreme im Schlüpfer sollte man besser nicht die dicke Lippe riskieren. Habt ihr eine Ahnung, wo die Zech heute bleibt? Woher sollen wir das wissen? Sie interessieren sich also für politische Themen? Ja, sehr sogar. Bravo. Engagierte junge Frauen, die braucht die Politik. Und? Machst du jetzt mit Mary Schluss? Oh, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich sie nicht mal übel nehmen. Ich meine, ich an ihrer Stelle hätte es genauso gemacht. Cool. Ey, ihr seid echt das perfekte Albtraumpaar. Ha, da kommt sie ja. Entschuldigt bitte, entschuldigt. Es geht sofort los. Diese Runde geht an mich. Herr Zech. Morgen, Philipp. Ich bin ein bisschen in Eile. Sag mal, musst du jetzt nicht deine Rede halten, oder? Nein, eins ging nur. Entweder die Rede oder die Hausarbeit. Sekunde, ich hab da was für dich. Endlich. Du hast eine Story für mich? Ich bin die Story. Wie bitte? Als Quelle für deine Arbeit kommt es ein bisschen spät. Aber ich weiß ja, dass dich das Thema interessiert. Es ist auf Englisch. Vielleicht kann dir ja Mary bei der Übersetzung helfen. Heute beginnt die Politkarriere von Marianne Fuchs. Ich hoffe, du schießt gute Fotos. Klar doch, ich hol nur schnell meine Kamera. Tut mir leid, aber ich bin nicht mehr überzeugt vom wissenschaftlichen Wert. Auf einmal? Ja. Aber Respekt, Philipp. So eine Entscheidung zeugt von charakterlicher Größe und wahrem Forschergeist. Danke. Gern. Alter, ey, du hast sowas von abgelost. So, jetzt kann's aber auch losgehen. Wer hätte denn gerne was? Als Entschuldigung. Ach, Mausen. Wir waren auch ganz schön ungeschickt. Alles wieder vergessen. Magst du mal kurz halten? Ja. Dann kann ich Oma drin ein bisschen unterstützen, ja? So. Okay. Ja. Was dir da deine große Schwester gekauft hat, Jasper? Rassel. Tommy, die Rassel rasselt auch von alleine. Ja, das wusste ich. Guck mal Jaspers Nase an. Die sieht doch aus wie meine, oder? Du hast den Jasper genannt. Eine Sekunde. Herr Zech, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Bisschen spät dran? Wo waren Sie denn? Das ist ein ganz verrückter Tag. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja, am besten am Ende der Geschichte, weil wir müssen jetzt unbedingt... Sophie wäre fast ertrunken. Was? Oder von einem wilden Hund gefressen worden. Ja, das müssen wir unbedingt ein andermal erzählen. Wir müssen jetzt anfangen. Meine Damen und Herren, wenn ich Sie dann bitten dürfte, mir zu folgen, wir wollen gern beginnen. Gerber? Ja, einen kleinen Moment, bitte. Clemens, ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade am Einsteigen. Ja, ich habe ihm gestern eure Kalkulation und die Baupläne gemailt und... Er ist begeistert. Ja. Clemens, du bekommst den Bauauftrag fürs Angelgymnasium. Dafür wird er sorgen. Und das Einstein? Ist in einem Jahr nur noch Geschichte. Morgen.